Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter. Und einige werden sich sicherlich wundern, wo steht der denn jetzt? Ja, wir sind mit Kachelmann Wetter, beziehungsweise ich bin mit Kachelmann Wetter hier auf den Feuerwehrtagen, beziehungsweise auf den Weber Rescue Days hier im Saarland am Bostalsee. Ich habe eben hier schon Bostalsee gesagt, so ganz ruhrgebietstypisch. Das heißt natürlich Bostalsee hier im Saarland für alle Saarländer. Ja, und ihr seht, ich bin draußen hier, drehe das natürlich draußen jetzt, nicht im Studio, deswegen auch für mich alles ein bisschen ungewohnt. Ich merke schon, der Wind hat ein bisschen zugelegt. Gestern ist ja die Kaltfront hier auch durchgezogen. Es hat sogar einige Pavillons hier auf dem Gelände zerlegt sozusagen. Die sind durch den Sturm beschädigt worden. Ja, und jetzt sind wir eben auf der Rückseite. Ein bisschen Wind ist und ich fürchte ja schon, dass mit dem Ton, da bin ich auch wieder nicht richtig vorbereitet. Der wird auch nicht so gut sein. Was machen wir hier in diesem Video? Ich habe zum einen mal ein bisschen vorbereitet. Ich bin gestern hier auch mal ein bisschen herumgelaufen, habe ein paar Bilder mitgebracht. Man sieht, hier ist einiges los, viel Blaulicht natürlich, wie sich das für Feuerwehrtage gehört. Ja, und hier sind Feuerwehren aus ganz Deutschland, teilweise sogar weltweit vertreten. Und hier gibt es Übungen, Trainingsprogramme, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig ausdrücke. Das heißt, hier wird teilweise, wir sehen das jetzt auch mal in den Bildern hier, versucht eben bzw. geübt, wie man eben aus Bussen oder aus LKWs Menschen herausschneidet. Also viel läuft hier, viel los hier am Bostalsee auf den Feuerwehrtagen. Ja, ich habe gerade eben auch mal ein paar Karten vorbereitet. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Wetter machen. Ja, auch für mich ein bisschen ungewohnt, gerade die Karten vorbereitet. Hoffentlich habe ich das jetzt alles noch so genau im Kopf, was ich vorbereitet hatte. Lars hat heute Morgen ja schon ein Video gemacht und wir wollen einfach noch mal ein bisschen anfangen mit der nächsten Woche. Was kommt da? Und da kommt erstmal Hochdruckwetter. Es ist im Grunde eigentlich das klassische Spätsommerwetter, wobei wir, wenn wir mal die Aussichten anschauen, schon im Grunde so ein bisschen recht kühle Nächte haben. Also es ist bei Weitem nicht mehr das Niveau, was wir jetzt schon häufig im September hatten. Das heißt, relativ kühle Nächte, tagsüber wird es aber angenehm warm werden. Das heißt, relativ verbreitet, so 20, 25 Grad hier und da können wir in der ersten Wochenhälfte, vor allem dann auch so Dienstag, Mittwoch, durchaus mal an die 25 Grad Marke rankommen. Vielleicht diese sogar hier und da mal speziell so im Südwesten, vielleicht auch im Westen, aber auch ganz besonders im Osten überschreiten. Ich habe jetzt hier mal die 26 teilweise reingesetzt, kann aber durchaus sein, dass wir auch noch mal 27 oder sogar 28 Grad örtlich erreichen. Was habe ich noch vorbereitet? Kurz ein bisschen nachdenken, zudem ja auch ein bisschen ungewohnt für mich hier, dass ich eben die Karten nicht im Hintergrund habe, sondern mich im Grunde hinter den Karten hier verstecken kann. Wir schauen einfach mal, was die Großwetterlage, das Mittel des europäischen Wettermodells dann im weiteren Verlauf zeigt. Ja, und wir sehen eigentlich ziemlich gut, dass im Grunde liegen wir so ein bisschen zwischen einer Hochdruckzone und Tiefdruckgebieten, die uns so ein bisschen auf die Pelle rücken, dann wohl in der nächsten Woche, in der zweiten Wochenhälfte. Das heißt, der Tiefdruckeinfluss wird so ein bisschen zunehmen. Aber auch wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter schauen, so das Mittel dann für den Sonntag, da ist ja schon der Monatswechsel dann. Es deutet sich eher an, dass Tiefdruckgebiete mal streifen, mal ein bisschen durchschneiden, aber schnell wohl wieder Hochdruck reinkommt. Das heißt wohl in der zweiten Wochenhälfte ein bisschen unbeständiger, auch mal durchziehende Tiefausläufer. Das heißt eben, der Tiefdruckeinfluss nimmt mal ein bisschen zu, der Wind nimmt mal ein bisschen zu, die Temperaturen gehen auch wieder ein bisschen zurück. Im Grunde so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch, wie man so schön sagen kann bei der Großwetterlage. Ich habe dann auch noch den Langfristtrend mitgebracht. Ich glaube, ich habe es wirklich noch mal hingekriegt, jetzt alle Karten, mich an alle Karten zu erinnern. Und wenn wir da mal den Langfristtrend schauen, des neuen europäischen Wettermodells, der gestern Abend neu gekommen ist, sehen wir im Grunde recht interessant, was mich auch so ein bisschen gewundert hat, dass der doch der Trend dann für die erste Oktoberwoche weiterhin eher überdurchschnittlichen Hochdruck über Deutschland, über Mitteleuropa sieht. Sprich eben eher, dass die Zeichen so ein bisschen immer wieder Richtung Hochdruckeinfluss gehen. Also das heißt auch eher so die Lage nicht Fisch, nicht Fleisch, dass zwar mal Tiefdruckgebiete, Tiefausläufer streifen können, aber eben so richtig durchbrechender Tiefdruck Einfluss wird nicht berechnet und entsprechend sehen wir das auch an den Niederschlagskarten, dass eben doch weiterhin eher blockierendes Hochdruckgebiet berechnet wird, wenn überhaupt mal eher schwache Ausläufer und der Niederschlag eher unterdurchschnittlich ausfallen soll. Und von den Temperaturen her auch, statt wie der Niederschlag unterdurchschnittlich, eher zu trocken für die Jahreszeit, wird eben bei den Temperaturen berechnet überdurchschnittlich, das heißt eher zu warm für die Jahreszeit, was jetzt allerdings nicht mehr bedeuten wird, dass das Ganze eben noch sommerlich wird im Oktober.
Ja, für den weiteren Verlauf, da kommen wir natürlich so der absolute Spekulationsbereich, zweite Oktoberwoche, was tut sich so Richtung Mitte Oktober dann? Und auch da werden weiterhin eher überdurchschnittliche, ganz leichte Hochdrucksignale noch über Mitteleuropa berechnet. Das heißt eben weiterhin wohl typisch eigentlich so eine Übergangswetterlage, dass sich nicht allzu viel tut beim Wetter, das Wetter relativ ruhig ist. Und bei den Niederschlägen sehen wir so ein bisschen verschwommene Signale, auch eher weder große Niederschlagsmengen, weder aber verbreitet trocken. Das heißt, so zwischendurch kann der Hochdruckeinfluss auch mal durch schwache Tiefausläufer zumindest unterbrochen werden. Und von den Temperaturen her soll es weiterhin auch eher auf überdurchschnittlichem Niveau bleiben. Das heißt dann für Anfang Mitte Oktober eher die Temperatur noch ein bisschen überdurchschnittlich, was eben weiterhin darauf hindeutet, dass uns zunächst mal jetzt zumindest bis Mitte Oktober kein markanter Kälteeinbruch erreicht für die Jahreszeit, sondern es durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich bei den Temperaturen weitergehen. So, jetzt frischt der Wind hier ein bisschen auf und ich glaube, das war's dann auch mal für heute. Bald dann wieder aus dem Studio, spätestens nächste Woche. Macht's gut, bis dann und ciao.